Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Heute die Rasur mit, ich sag mal, den Wichtelgeschenken. Und zwar zum einen der Mühle Black Fiber Synthetikpinsel. Also richtig schön puschliges Ding. Kein Vergleich mit dem einfachen HJM Synthetik. Also das ist schon mal noch eine Ecke mehr. Ist allerdings nicht so weich wie jetzt ein Plisson, falls den einer kennt. Das ist schon, na, der hat ein bisschen mehr Backbone, wie es so schön heißt. Aber ist dennoch puschelig weich. So, da es ein Synthetik ist, können wir uns hier das Einweichen sparen. Die Borsten hier oder die Fasern nehmen kein Wasser auf. Also sie halten Wasser in sich, aber sie weichen nicht ein. So, rasiert wird heute mit einem Gillette The New, wahrscheinlich aus einem Colgate-Set, wie es früher mal so hieß. Unterstützt wird der The New heute von der Tondeo Charette für die Konturen und Feinarbeiten. Mal gucken, wie fein und konturreich es wird. So, befeuert wird der Gillette The New von den neuen Derby Premium. Da habe ich schon mal eine Testrasur mit durch. Da gibt es dann heute die zweite mit der Klinge. Mal gucken, wie es wird. So, wie immer dabei dann der Rasurbrandlügendetektor, der Alarmstein. Und zum Abschluss ein schönes Prince Aftershave Balm. Also riecht nicht zu aufdringlich, kann man vom Schlafengehen ruhig noch nehmen. So, Rasiercreme kommt heute eine aus dem Überraschungsset rein. Ich weiß noch nicht welche. Die habe ich von einem Gruppenkompadre aus der Facebook-Gruppe bekommen. Hier riecht ein bisschen zitronig. Die 3 mehr klassisch seifig. Die 3 ist auch was fester. Ich glaube, irgendwie kenne ich die, habe ich so das Gefühl. Naja, wie dem auch sei, wir werden die 3 nehmen. So, was heute noch zum Einsatz kommt, ist halt mein Mack. Diesmal wieder als Wasserbehälter, damit ich halt nicht wieder das Stoppelwasser in den Pinsel mir reinhole. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Erstmal hier schön den Dreiteiler zerlegen. Klassischer Dreiteiler, auch wenn man hier sich so mal das Profil anguckt. Das ist schon halt mal was anderes. Ja, das ist mal ohne dieses klassische Pfostendesign. Da wollte Gillette damals seine neuen Klingen mit vertreiben. Also dieses neue Klingendesign. Vorher hatten die Klingen einfach 3 Löcher hier an diesen etwas größeren Flächen. Und dann kam Gillette auf die Idee, dieses Lochmuster reinzumachen, dass man halt bei diesen Hobeln nur diese Klingen reinkriegt. So, der Rasierer ist irgendwo aus den 30er Jahren. Also er ist aus den 1930ern, er ist mit Ballend. Unser New Kopf, der wurde 1930 so verkauft, produziert. Wie auch immer. Mit anderen Griffen gibt es den dann noch bis 34, 35. Weiß ich gar nicht so genau. So, die Klinge ist schön gerade drin. Rechts, links, passt alles. So, Rasiercreme. Einmal noch ein bisschen anfeuchten. Ich musste gerade mal so ein kleines Update laufen lassen auf dem Handy. So, ich mops mir hier mal so mit dem Finger halt und verteile das schon mal ein bisschen vor. Wie immer, der wird auch hier einmal die Synthetik gedrückt. Ja, ich hätte das eigentlich hier reinpacken müssen, ich weiß. Ja, Eifer des Gefechts, Dummheit, wie auch immer. Also, so macht man eigentlich nicht, aber naja, ich war irgendwie mit dieser Dose ein bisschen überfordert. Sehr lecker, erfahrungsbedürftig.
Also ich komme immer noch nicht darauf, was die Nummer 3 sein könnte. Ich kenne den Geruch, aber wobei, da könnte auch ein bisschen Menthol drin sein. Das sieht nur albern aus. Okay. Fangen wir an, ersten Durchgang mit dem Strich. Schon ordentlich abtragen mit dem Rasierer. Schon was. Na gut, lassen wir uns nicht beirren. Also wenn ich es nicht besser wüsste. Also ich würde auf die weiße Provence jetzt mal gerade tippen. Auf die mit grünem Tee oder weißem Tee oder wie das da heißt. Wobei mich das jetzt so ein bisschen wundert, da der Seifenspender veganer ist. Ohr geschnitten. So, das mache ich ein bisschen hin. Also, schauen. Sehr direkt. So, soweit das.
Kommen wir zu dem Spielzeug. Erster Einsatz für die Tondeo-Klinge, auch eigentlich der erste Einsatz für die Charvette. Ich habe zwar vorher schon mal eine andere in Betrieb gehabt, aber die noch nicht mangels Klingen. Da sind mir letztens einige zugeflogen. So, ich tauche da mal eben ab, Gesicht waschen und so weiter und so fort. So, dann frisch
das Gesicht gewaschen, geht es dann mal so weit weiter. So, kommen wir eben zum Lügendetektor. Lassen wir den einmal kurz aufs Gesicht hüpfen. Da sind ein paar rote Stellen dabei. Jo, da an der Seite. Schadet jetzt auch nicht so ganz. Ich muss da mal zugeben, so schön hat jetzt die Kombination aus dem Gillette The New und der Derby Rasierklinge nicht wirklich funktioniert. Also es hätte deutlich besser sein können, finde ich. An sich, in dem Apple Jagger hat die Klinge einen guten Dienst gemacht. Also schauen wir uns mal anderweitig an, läuft ja nicht immer alles überall super. So, zur Rasierseife Nummer 3 oder Rasiercreme Nummer 3. Ja. Ich würde auf die hier tippen. Beziehungsweise die Rasiercreme davon. Ist so. Ja, es war deutlich schwächer. Könnte aber in die Richtung gehen. Naja, wie dem auch sei. So, der Pinsel, ja, die Haptik ist noch nicht so ganz mein Ding. Also schon kann er, ist jetzt ein bisschen wenig. Kann aber auch sein, dass das daran liegt, dass ich so sparsam mit der Seife war. Wollen wir jetzt mal einfach mir die Schuld geben und nicht den Pinsel. Ihr kriegt demnächst auf jeden Fall nochmal. Das heißt auf jeden Fall, also. Der wird noch ein paar Chancen kriegen. Leider war kein Ständer dabei, aber wer einige Pinsel besitzt, wird einen Ständer haben. So, die Tondeo Chavit war schön. Schön scharf, auch die Klinge. Das ist eine Tondeo Klinge drin. Toller Dienst. So, dann kommen wir jetzt noch zum Aftershave. Die Bescherung nach dem Rasieren. Ich habe es mal wieder gut gemeint. Oh. Naja. So, ich habe auch noch ein bisschen gerade mit der Schere rumgefummelt, aber ich werde mir wohl mal eine Schere besorgen müssen. So. Das war es soweit von mir. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Genauso gut könnt ihr unten ein Abo dalassen. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online geht. In der Regel Samstag, 17:30 ist es soweit. Dann kriegt ihr automatisch einen Ping. Gut, ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Auf bald.